Hey Leute, willkommen zurück zu Slay the Spire. Wir haben jetzt schon 22 Karten. Das Einzige, was mich ja hier echt ein bisschen stört, ist... Ich sehe es nicht. Hallo? Vollstrecken. Genau, Vollstrecken stört mich so ein bisschen. Zweimal Stahlsturm wäre, glaube ich, auch nicht unbedingt nötig. Die springende Flasche ist, glaube ich, noch ganz okay, aber gerade sowas wie Würgen in Kombination mit Nullerkarten und Beinarbeit und, ja, wie gesagt, dann noch mehr Messer ist, glaube ich, ganz okay. Dolchfächer habe ich einfach mitgenommen, damit wir auch ein bisschen noch Flächenschaden verursachen können. Ansonsten ist jetzt die Frage, was machen wir? Die Tränke sind halt schon ziemlich gut. Damit kann ich auf jeden Fall was anfangen. Wir haben knapp 300 Gold. Wir könnten uns jetzt sagen, wir machen das jetzt. Wie machen wir das denn jetzt? Ich könnte halt auch ziemlich gut durch die Mitte gehen. Da oben haben wir das als Gegner. Okay, dann würde ich fast sagen, nehmen wir das Event mit. Dann gehen wir mal hier lang und gucken mal, wie es bis dahin läuft. So, mit den beiden wird das hier auch, glaube ich, ein bisschen interessant werden. Müssen wir halt echt schauen. Auf jeden Fall nehme ich erstmal Beinarbeit. Zweimal verteidigen. Und direkt einmal Stahlsturm. Solange ich halt nichts habe, wodurch ich die Messer stärker mache, ist das natürlich alles schon ein bisschen blöd. Okay, wir haben Vollstrecker. Das könnte man theoretisch jetzt sogar schon dann auch nutzen. Die andere Sache ist halt, ich will den halt auch nicht mein Gold überlassen. Das müssten wir dann wahrscheinlich schon teuer bezahlen. Gut, aber dazu, dass die zweite Runde war, hatten wir 14 Block. Von daher ist das ganz okay. Die Frage ist halt, ob das jetzt hier wirklich so reichen wird vom Schaden her. Ich sag mal nein. Es sei denn, ich nehme jetzt hier einen Feuertrank und ich glaube, ich mache das auch, wenn das ein bisschen viel des Guten ist. Einen Angriffstrank nehmen wir auch mit. Warum nicht? Was das jetzt hier wieder angeht. Ich würde sogar sagen, wir nehmen... Ich habe jetzt, wie gesagt, schon über 20 Karten. Deswegen ist so Kator da jetzt auch gar nicht mal so verkehrt. Würde ich jetzt mal sagen. Und was euch jetzt angeht, bei euch ist das natürlich auch jetzt so eine Sache. Das ist gar nicht mal so doof. So, wir haben Dolchfächer. Dann können wir dich erstmal so weit raushauen. Und... ich würde halt direkt sagen, wir machen damit einfach mal weiter. Dann haben wir hier noch Würgen. Ach verdammt, das war jetzt die andere Karte. Das habe ich jetzt genau falsch rum gemacht. Hätte ich zuerst spielen müssen. Egal, solange ich hier keinen Schaden kriege, selbst wenn ich was falsch mache, ist mir das egal. Ganz ehrlich. So, ja, das ist jetzt in der Tat ein bisschen doof. Wir können mal gucken. Das sind, ja, ich würde trotzdem... Oh ja, das ist halt schon so ein bisschen... Gut, den Angriffstrank würde ich halt jetzt noch nicht nehmen. Ich könnte halt jetzt schon hier einen Blocktrank nehmen. Wobei, wir haben 24 Block. Nee, das reicht ja. Nehmen wir einmal Stahlsturm und... Knipsen dich aus und machen bei dir schon mal weiter. Ich merke das auch schon wieder. Ich habe schon wieder so viele Sachen parallel laufen, dass das halt echt ein bisschen schwierig ist, sich dann wieder auf bestimmte einzelne Sachen zu konzentrieren. Aber nun gut. So, wir haben eine springende Flasche. Die können wir ruhig mal nehmen. Da können wir Messertanz jetzt nicht mehr spielen. Aber ich warte immer noch auf irgendwas, was halt die Messer stärker macht. So. Nachbild ist halt auch relativ spät dran, deswegen ich mach das lieber anders. Einmal Messertanz.
Unheil, ja, könnte man halt nehmen, aber das sind auch wieder alles so Sachen. Fluchtplan ist halt auch eine Nullerkarte, aber gut, damit machen wir halt keinen Schaden. Und ich habe jetzt gerade schon was für Card Draw genommen, deswegen lassen wir das erstmal so. Dann gehen wir in den Shop, wir haben 320 Gold und gucken mal. Jawoll, jawoll! Genauigkeit, die kaufe ich auf jeden Fall. Messertanz hätten wir nochmal. Würde ich vielleicht sogar nochmal nehmen. Wir gucken aber erstmal. Tintenflasche, ja. Ninja-Schriftrolle könnte man halt auch nehmen, aber ja. Fünf zufällige Tränke im Materiell. Das wäre halt schon ganz nett. Chaos-Destillat. Ich sage mal, wir schmeißen eine Karte raus. Und ganz ehrlich, dann würde ich sogar so weit gehen und sagen, was schmeißen wir denn jetzt raus? Moment, bin ich jetzt blind? Wo war denn die andere? Genau, ich würde schon sagen, man kann sie halt schon spielen, ne? Also manchmal kann man sie schon spielen. Ich würde halt doch eher sagen, ich schmeiße einen Schlag noch raus, weil die Karte wäre dann immer noch stärker. Die würde ich halt dann entfernen, wenn ich keine Schläge mehr hätte. Und dafür können wir jetzt hier nichts mehr wirklich so machen. Aber ich glaube, ich würde fast noch mal Messertanz mitnehmen. Dunkle Fesseln wäre halt auch schon eine Option, gerade für die Defensive. Aber ich bin mir da jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Gut, gucken wir mal, was es hier gibt. Apparieren. Nee. Ich weiß auch nicht, ob das hier mit den Messern so gut zusammenpassen würde. Da könnte man Relikt bekommen. Das könnten wir sogar eigentlich machen. Ich meine, es macht ja nichts, ne? Also, unspielbar und ist angeboren, ist jetzt nicht so das Problem. Wir haben halt Schlangenring. Deswegen machen wir das so. Was kriegen wir? Ziehe zu Beginn jedes Kampfes 2 Karten mehr, also noch mehr Karten. Okay, so. Einmal schmieden. Jetzt ist die Frage. Das wäre halt angeboren. Ansonsten, ich muss mal kurz gucken. Messer plus kriegen wir direkt. Puh, also wäre halt auch nur angeboren, vollstrecken wäre halt dann mehr Schaden, ist sowieso ein bisschen Blödsinn. Aber in erster Linie dachte ich hier auch an Genauigkeit. Das sind dann schon 6 Damage mehr und nicht nur 4. Also das würde ich dann halt sowieso als erstes nehmen. Und wir gehen mal zum Elite-Gegner, gehen hier dann mal hoch und gucken mal, wie viel Leben wir haben. Wenn wir ein bisschen mehr Leben noch haben, gehe ich vielleicht links lang, dann können wir da nochmal zum Shop. Ansonsten gehen wir dann rechts lang, dann haben wir da ein Lagerfeuer. Das wäre jetzt so erstmal der Plan. Alles klar, gut. Wir haben hier direkt Beinarbeit, das ist schon mal super. Wir haben hier direkt auch Nachbild, das ist auch schon mal super. Und da können wir den Schaden ein bisschen reduzieren. Jetzt ist halt die Frage. Ah, zahllose Klingen wären natürlich auch schon super, aber ich würde schon gerne hier mal ein paar erledigen. Wenn die jetzt erstmal noch weniger Schaden machen. Und so, aber so kriegen wir dann halt auch Block. Dann kriegen wir gar keinen Schaden. Ha. So, Genauigkeit natürlich. Messertanz. Und ja, dann knipsen wir dich erstmal aus. Dann spielen wir, sind 12. Ja gut, das macht jetzt auch nicht so einen Unterschied. Dann spielen wir die Karte. Okay, das ist interessant. Wir haben auf jeden Fall Akrobatik. Würde ich halt direkt mal spielen. Dann schmeißen wir einmal hier Verteidigen raus. Dann hätten wir noch springende Flasche und Messertanz, beziehungsweise auch Stahlsturm. Oder ich mache das jetzt einfach so, spielspringende Flasche. Und einmal Stahlsturm. Dann machen wir damit 10 Damage.
Das ist natürlich schon ordentlich. Dann können wir die direkt auch wieder ausschalten. 12 mal 3. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. So, verteidigen. Dolchfächer spielen wir. Endlose Qual. 21 haben wir. Dann würde ich halt direkt jetzt hier schon mal Blocktrank nehmen. Damit wir halt auch gar nicht so viel Schaden bekommen. Okay, wir hätten hier Würgen. Könnte man halt schon nehmen. Spielen wir noch zahllose Klingen. Und dann müssen wir erstmal damit auskommen. So, das ist jetzt auch so eine Frage. Wir haben auf jeden Fall hier ein Messer. Wir haben auch noch einen Schlag. Wir haben auch noch Messertanz. Das heißt, die kann ich problemlos ausschalten. Dann spielen wir hier noch die springende Flasche. Einfach, ich tue mich halt gerade ein bisschen schwer, ihm hier Schaden zuzufügen mit den Messern. Deswegen verpasse ich dir dann lieber Gift. 15 mal 3. Okay, neutralisieren ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Ich müsste halt eigentlich schon wirklich das spielen, um halt nochmal hier ein bisschen Block zu kriegen. So, Messertanz. Stahlsturm ist natürlich jetzt echt ein bisschen doof. Das reicht jetzt auf jeden Fall. Gut. 25 Gold, gefrorenes Ei. Machtkarte, die wir bekommen, ist verbessert. Entropisches Gebräu. Oh, würde ich nehmen. Entweder, ja, wenn wir maximal 5 Trankslots haben oder ich habe nur noch einen Trank. Also werde ich den wahrscheinlich bei Zeiten dann auch mal benutzen. So, nochmal Akrobatik würde ich vielleicht sogar nehmen. Ja, doch. Dann haben wir zwei Karten mit ein bisschen mehr Card Draw. Und wie machen wir das jetzt? Ich könnte es natürlich über die Seite hier probieren, aber ich glaube, ich gehe lieber hier durch die Mitte. Oh, dann kriegen wir direkt einen Shop. Und dann hätten wir nochmal Beinarbeit. Könnte man halt machen, ne? Also, ein Chaku wäre halt auch ganz gut. Wir spielen ja auch viele Karten. Ansonsten, ja, glaube ich, nehme nochmal Beinarbeit. Und dann hätten wir hier noch Energie, würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Dolch und Mantel wäre halt auch ganz cool, glaube ich. Aber wir haben jetzt schon so viele Karten. Ja, dafür finde ich die ein bisschen schwach. Dann machen wir lieber so weiter. Und dann haben wir hier eine Schaufel. Können wir Relikte ausbuddeln. Da oben haben wir noch einen Shop. Aber bis dahin werden wir wahrscheinlich eh nicht mehr so viel Gold bekommen. Die Frage ist jetzt, ich glaube, ich gehe mal links lang. Dann nehmen wir da oben noch den Elite-Gegner mit, wenn das klappt. So, einmal Nachbild. Und ich würde halt direkt sagen, wir spielen das, dann einmal das und dann haben wir halt hier endlos viele Messer. Ja, die machen leider noch nicht so viel Schaden, aber das sollte, das reicht trotzdem erstmal. Ist erstmal ganz okay. Wir haben dann hier direkt zweimal Beinarbeit. Brauche ich halt auch nicht so sehr auf Block dann achten. Akrobatik wäre natürlich jetzt schon sehr nett. Dann meißen wir mal hier einen Dolchfächer raus, spielen einmal Überlebenskünstlerin. Das kommt raus und dann geben wir dir noch einen mit. Und ja, das war wieder die zweite Runde mit Schadensblocken. Das ist, was soll ich dazu sagen? Die hauen wir raus. Und das wäre natürlich schon sehr nett, aber ich muss trotzdem erstmal noch hier verteidigen nehmen. Können wir zwar nicht komplett den Schaden abwehren, aber das ist erstmal ganz okay. Dann kriegen wir jetzt auch endlich Genauigkeit.
Jawohl, dann haben wir jetzt zweimal Akrobatik, was jetzt auch ein bisschen blöd ist. Verteidigen haben wir da noch. Das ist alles gerade so ein bisschen schwierig. Nehmen wir Kniestoß. So. Dann könnte ich theoretisch auch den Trank hier schon nehmen. Was haben wir denn jetzt hier? Chaosdestillat. Kultistentrank. Und ein Gifttrank. Würde ich mir beide halt aufheben. Dann machen wir das lieber so. Dann können wir den Schaden nämlich auch komplett blocken. Okay. Das Problem mit der springenden Flasche ist jetzt so ein bisschen, dass sich der Schaden zu sehr verteilen würde. Dann nehme ich auf jeden Fall Stahlsturm und wir knipsen dich hier aus. Hier geben wir noch einen mit. Dann kriegen wir jetzt nochmal 10 Damage, was echt ein bisschen doof ist. Aber gut, ging gerade nicht anders. Und zahllose Klingen ist jetzt auch so eine Sache. Ich nehme dann lieber das. Dann knipsen wir dich so aus. 14 Gold und wir kriegen nochmal Beinarbeit. Ja, ist halt schon ganz nett, ne? Aber ja, okay, dann haben wir das dreimal. Das ist hier eine Machtkarte. Müssen wir nur einmal spielen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, das ist schon in Ordnung. Hoffe ich. So, zweimal Beinarbeit können wir direkt spielen. Das ist doch schon mal ganz nett. Dann haben wir hier auch noch mal Messertanz. Würde ich halt jetzt noch nicht. Wobei. Ja gut, wir haben jetzt hier nicht so die Möglichkeiten gerade. Okay, wir haben jetzt gar nichts, mit dem wir uns verteidigen können. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Stahlsturm werde ich jetzt aber auch nicht spielen. Dann machen wir das lieber so. Und es reicht nicht ganz. Obwohl, wir haben hier noch Stahlsturm. Okay, dann machen wir das so. Wieder 14 Block. Und ja, springende Flasche werde ich jetzt, glaube ich, auf jeden Fall spielen. Wobei, ist jetzt auch so eine Sache. Können wir eh noch nichts mitmachen. Aber andererseits, ja, ich kann einmal verteidigen spielen, aber das wird es trotzdem auch wieder wehtun. So, da haben wir nochmal Beinarbeit. Da haben wir Genauigkeit. Nachbild kann ich jetzt leider nicht spielen, weil die 10 Damage werde ich auf jeden Fall blocken. So, neutralisieren ist immerhin etwas. Ansonsten Akrobatik, gucken wir mal. Das kommt mal raus, dann spiele ich jetzt auch Nachbild und ja, selbst wenn ich jetzt Stahlsturm spiele, können wir halt den nicht direkt so erledigen. Das ist halt ein Problem. Aber wir können den Schaden blocken und das ist auch immer wichtig. Ich habe jetzt vor allen Dingen auch drauf geguckt, dass wir halt Verteidigung hochkriegen, auch wenn wir so viele Messer haben. Aber sonst wäre das halt echt blöd. Deswegen habe ich auch so viel Geschicklichkeit mitgenommen. Okay, dann hätten wir jetzt hier jede Menge. Und das reicht dann auch. Gut. Nochmal Nachbild für noch mehr Block. Könnte man halt machen. Ja gut, dann machen wir das so. Dann setze ich halt jetzt schon auf die Defensive. Die Frage ist halt jetzt mit 41 Leben links lang. Oder halt, ich gehe lieber rechts lang. Ich kenne das hier. Wir können was opfern. Wir können was opfern. Und wenn ich schon was opfere, dann kann er das Leid opfern. Ja, dann machen wir das so. Geisterdreck. Ja, ne, aber die Karte ist raus. Aber das macht sonst, glaube ich, nichts weiter. So, bei dir könnte das jetzt hier auch interessant werden. Wir haben auf jeden Fall Beinarbeit. Wir haben das. Und ich spiele direkt aber nochmal Genauigkeit anstatt nochmal Nachbild. Bisschen mehr Energie wäre halt schon cool. Okay, das sieht ganz gut aus.
Das sieht echt ganz gut aus. Verteidigen. Messertanz. Akrobatik. Dann kommt halt... Ja, du, das kommt auf jeden Fall raus. Dann spielen wir... Einmal Stahlsturm. Und dann bist du halt auch schon so gut wie platt. Flüssige Erinnerung. Okay, Dolchfächer nochmal. Ja, gute. Ja, schrilles Heulen. Ist schon ganz nett. Ich glaube, ich nehme das zumindest einmal mit. So als Panic-Button, so ein bisschen. Wenn wir 21 Gold haben, dann können wir hier zumindest mal gucken. Sieht ja alles nicht so toll aus. Ich würde vielleicht sogar einen Feuertrank kaufen. Dann machen wir das... Ach, ich habe... Aber ich habe dafür keinen Platz. Nee, dann machen wir das nicht. Dann kaufe ich auch keine Karten. So, hier müssen wir uns jetzt auf jeden Fall ausruhen, weil... Um die 40 Leben, ein bisschen wenig. Du hast hier direkt wieder Artefakte, das heißt, wir müssen erstmal gucken, dass wir die dann wegbekommen. Nachbild können wir schon mal spielen. Damit greifen wir mal an. Und was, den Stahlsturm würde ich jetzt vielleicht noch nicht spielen. Dann eher hier nochmal eine Machtkarte. Dann gucke ich halt auch so ein bisschen, dass ich generell die Machtkarten dann auch schon am Anfang spiele. Vielleicht mit Kator dann auch ein paar ziehe. So, wir haben hier zweimal Beinarbeit. Ist halt schon eine super Sache, ne? Aber wir haben halt sonst gerade nichts so wirklich. Ich müsste halt schon gucken, wir haben halt auch nicht so wenig Leben. Deswegen... Gift ist jetzt auch noch nicht so der Wahnsinn. Kultisten... Ja, ich nehme das mal. Ich brauche vor allen Dingen Schaden. Genauigkeit. Wurde uns zum Glück nicht weggenommen. So, 11 Damage. Dann setzen wir da nochmal mit nach. Und dann spielen wir auch... Ja, komm, ich spiele Verteidigen. Ich wollte ja eigentlich erst Nachbild spielen, aber... Gifttrank nehme ich halt auch. Verpasse ich dir direkt. Der hat jetzt noch nicht so viel Schaden bekommen, was halt ein bisschen haha schade ist. Schrilles Heulen hebe ich mir, glaube ich, noch auf. Neutralisieren. Bringt es halt gerade nicht so richtig. Würgen. Oder spiele ich doch schon? Na, ich spiele Verteidigen. Und hier einmal noch das Messer. Und dann... Ja, gut. Das bringt es halt aber auch nicht, weil... Ja, ich hätte warten müssen. Ich hätte wirklich warten müssen. Das Gute ist, wir kriegen immer mehr Stärke. So, Stahlsturm, Vollstrecken. Wir haben Stahlsturm, würde ich halt auch erstmal außen vor lassen. Die greifen wir jetzt gar nicht an. Das heißt, wir spielen Messertanz. Wir hauen dich einmal weg. Können die jetzt ein bisschen was mitgeben. Dann würde ich halt auch direkt Vollstrecken spielen. 5x9. Also das ist schon nicht ohne. ...51 Damage sind natürlich jetzt schon hier eine Ansage. Nachbild ist halt jetzt auch so ein bisschen... es ist halt alles schon wieder so ein bisschen...
schwierig. Ich muss halt... Ich muss schon Schaden machen. Deswegen machen wir das jetzt so. Weil so viel hat er auch nicht. Selbst wenn er 150 oder so hat, die kriegen wir eigentlich relativ schnell runter. Wir hatten zumindest ein bisschen was. Jetzt muss ich aber ganz schnell gucken, dass ich den platt kriege. Sonst sind wir gleich Geschichte. So, Messertanz. Nochmal Messertanz. Noch ein Messer. Akrobatik. Kriegen wir irgendwie noch eine Nullerkarte? Nee. Ah gut, du bist jetzt sowieso erledigt. Die Stärke hat da echt ein bisschen geholfen, sonst wäre das schon wieder ein bisschen schwierig geworden. So, also, was hätten wir denn hier? Glasmesser. Würde ich nicht nehmen. Leichenexplosion wäre vielleicht eine Option. Dann hätte ich halt damit auch ein bisschen Flächenschaden noch zusätzlich. Und wir können, wenn die Messer mehr Schaden machen, wenn ich die Machtkarte gespielt habe, können wir auch relativ schnell Gegner erledigen. Also ich würde es vielleicht dann mal mit einer Leichenexplosion kombinieren. Dann hätten wir auch eine zweite Karte, die ein bisschen Giftschaden macht. Ist halt auch ganz gut gegen bestimmte Gegner. Und dann haben wir hier Unterhandklinge. Oh mein Gott, das ist natürlich perfekt. Dann haben wir kriegen aber nicht mehr Energie. Aber auf jeden Fall, ich nehme Unterhandklinge. Dann macht halt jetzt so ein Messer, glaube ich, 14 Schaden. 14 oder 15. Und das ist halt echt schon nicht zu verachten. Gut, dann machen wir da nächstes Mal weiter. Aber ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich da wirklich mit bis zum Boss komme und den dann auch überlebe. Weil ich habe halt echt ein paar Schwachpunkte. Ich habe eine ziemlich große Hand. Und wenn ich, ja gut, mit Geschicklichkeit kriege ich auch eine ganze Ecke mehr Block, aber ob das dann für bestimmte Situationen reicht, ist halt wieder eine andere Frage. Ich habe da so meine Zweifel. Na gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.